Das ist ein Video und zwar heute lernen wir Plattdeutsch aus Friesisch, aus Friesensprach, wie auch immer. Also ich habe mir hier so ein paar Sachen notiert, ihr seht schon, ein paar Stichpunkte. Ich trinke kurz was, sorry, man muss das ein bisschen trinken. Sorry, für werde ich nachher wahrscheinlich nicht rauscutten, weil das ja ist nicht so lange halt. Lohnt sich halt auch nicht. Und hier, wie gesagt, ein paar Sachen notiert. Also ich werde hier die Nostfriesisch einblenden irgendwo und hier halt in Deutsch. Und wir lernen heute ein bisschen Ostfriesisch. Erstmal zu der grundlegenden Sache, die sollte eigentlich jeder kennen. Moin Moin. Moin Moin, Moin, Moinze, Moinze. Das heißt, müsste eigentlich jeder wissen, also man kann Moin Moin sagen, Moin oder Moinze. Moinze, man muss halt auf die Aussprache aufpassen, nicht, dass man Moins sagt. Moins heißt nämlich sowas wie herzlich willkommen oder Hallöchen oder irgendwie sowas. Und Moinze heißt halt sowas wie Hallo. Und ja, halt Hallo heißt das. Jetzt kommen wir zu einer Sache und zwar, wie heißt du? Heißt, wo hältst du? Ja, wo hältst du? Einfach nur, wo hältst du? Also, wie heißt du? Also, WOHEETSDU, Fragezeichen. Halt, wie heißt du, heißt das. Und jetzt kommen wir zu, wie alt bist du? Das heißt, who old bist du? Also, wo old bist du? Was ich hier mal zeige. Ja, halt heißt einfach sowas wie, wie alt bist du oder wie lange lebst du schon? Und jetzt kommen wir zu auch einer der grundlegenden Sachen. Tschüss. In Deutsch und in Ostfriesisch. Hol die Munte. Ja. H-O-O-L-D-I-E-M-U-N-T-E mit so einem Ding dran, mit so einem Stängel dran, keine Ahnung. Und man muss halt auch aufpassen, wie man die Sachen ausspricht, wenn man zum Beispiel mal Flasche, Flasche heißt Bottle oder halt Flask, dann Flask spricht man ja schnell, also Flask spricht man ja ganz schnell halt einfach aus. Das heißt halt so die Flasche auch, also heißt im Grunde genommen Flasche. Und Flask, F-L-A-A-S-K, beim zweiten A ist da so ein Ding dran. Ja, wie gesagt, bei Flask wird es schnell ausgesprochen, obwohl es zwei Buchstaben sind. Und dass man eigentlich in manchen Sprachen, ja zum Beispiel bei Haare, hier nicht Haare, sondern und nicht Haare, sondern einfach Haare, wird halt lang ausgesprochen und so ist halt in Plattdeutsch oder halt aus Friesisch wird es halt schnell ausgesprochen anstatt normal oder halt langsam. Erste Teil, glaube ich, wenn ihr mehr von diesen Teilen sehen wollt, dann lasst jetzt 3 Likes da. Bei 3 Likes in, sage ich mal, 2 Wochen, 3 Wochen, ja, mache ich sowas nochmal. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, liken und damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst, ja, hol die Munde, Löde, bis zum nächsten Video.